Buongiorno, hallo Leute, willkommen zurück für The House of Dalancy Let's Play. Ja, das geht weiter mit Red Tox, natürlich. Und ja, ich habe jetzt ein paar Sachen entdeckt, das muss ich zugeben. So, Ire, da ist auch eine, so wie kann man sagen, ein Fenster. Und dadurch diese Oculi, da sieht man andere Sachen. Schaut ihr das an? Okay. Irgendwie muss ich etwas rumbasteln mit alles hier. Okay. Aber wahrscheinlich muss ich etwas drehen. Okay. Moment. Das ist so wie eine Mechanismus oder so. Das muss ich auch so machen. Okay. Okay, aber kann ich das drehen? Na, nicht so ganz. Kann ich das drehen, oder? Vielleicht probieren wir es so. Aber nee. Wenn ich probiere so, dann ist auch wahrscheinlich auch nicht das Korrekte. Weil ihr das blockiert, okay. Irgendwie muss ich Teile. So, Moment. Vielleicht soll man das oben schieben. Oh. Könnte ich das nicht oben schieben? Aha. Ah doch, jetzt kann ich das schieben oben. Okay. So. Jetzt, was ist mit diesen Teilen? Ah, die muss ich auch bewegen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das ist richtig so jetzt. Ah. Doch. Ah, soll man das alles verbinden oder? Ich bin für die Meinung, dass ich muss etwas verbinden, ja. Aber wie funktioniert das? Aha. Moment. Das machen wir irgendwie wieder zurück. Ja, aber das könnte ich nehmen, ja. Aber ich kann das nicht drehen. Aha. Dann bleibt das so, okay. Ich vermute. Und ja, und wenn ich will drehen jetzt, kann ich auch nicht drehen. Aha. Und wahrscheinlich kommt diese Teil. Moment. Das ist schon wieder etwas kompliziert. Okay. Ah. Aber warum geht das nicht so? Das bleibt nicht oben. So wie das fällt noch ein Teil. Hä? Vielleicht muss ich das eher schieben. Aha. Moment. Irgendwie. Ah. Aha. Da ist so wie ein Mechanismus. Okay, aber ich. Komme ich nicht mehr dran, oder? Nee. Aber warum sind diese ganzen Teile hier? Das weiß ich auch nicht. Oh je. Ich mache bestimmt wieder was falsch. Verkehr. Das könnte ich auch beobachten.
Nee. Okay. Aha. Moment, Moment. Da habe ich etwas. Hallo? Nein, nein, nein. Ich wollte wieder. Ja, ja, ja. So. Aha. Moment mal. Ah. Vielleicht ist das wieder ein Puzzle, das ich bekomme. Okay. Das kann ich noch so machen. Aber irgendwie ist das nicht so korrekt. Oder? Aber ich kann das bewegen jetzt. Okay. Ha. Da habe ich keine Ahnung, ob ich habe wieder was richtig gemacht. Jetzt. Ich kann das Teil bewegen, ja, okay. Aber ich kann es nicht mehr bewegen, oder? Nee, die scheinen blockiert zu sein jetzt. Dann habe ich vielleicht etwas gefunden. Nee, auch nicht. Ei. So, jetzt. Aber jetzt kann ich nichts mehr bewegen. Warum das? Ist das korrekt? Nee, das ist nicht korrekt. Ei, ei. Ich glaube, ich habe wieder was falsch gemacht. Ich kann überhaupt jetzt nichts mehr bewegen. Da ist alles auf einmal, ja, gesperrt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Notizen. Ja, das haben wir auch gesehen, aber wir haben auch keine neuen Hinweise. Schau mir das gerade mit euch. Nee, wir haben keine Hinweis. Aber sehr komisch. Okay. Ich gehe zurück im Open-Menü und ich komme wieder zurück. Moment. So, ich bin wieder zurück. Das gibt eine Rätsel, die ist irgendwie auf die linke Seite des Raums befindet sich ein Vier. Ja, das wissen wir auch schon, aber das ist nicht das, was ich will. Das ist diese Schachtel aufmachen. Okay, jetzt steht das alles wieder zurück. Weil ich habe auch wieder neu geladen. Okay. So. Irgendwo muss ich etwas. Verbinde. So. Ich sehe gerade, das sind drei Öffnungen da. Okay. Machen wir vielleicht so. Dann das machen wir hier oben, ja. Vielleicht muss man etwas verbinden, oder? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt im Weiß. Die Ankerwinkel Bedienschild in der Wand und ja, das wissen wir schon, aber ich will nicht mit. Ach. Ich will das noch nicht lösen. Ich will das hier machen. Okay.
Ich habe drei Teile hier darüber gemacht. Und Moment mal. Vielleicht muss man etwas hier dran bauen. Nee, das bewegt sich auch nicht, sowas, oder? Nee. Das war doch klar. Dann Moment mal. Vielleicht so. Ja, das ist schwierig, diese Razzaliere. Da habe ich auch keinen Hinweis und. Moment mal. Wenn man mal so. Kann man das auch wieder bewegen? Ja, Moment. Ja, jetzt Hinweis. Ich habe ein paar Notizen an der Seite. An Deck. Ja, okay. Nein! Ich will weitermachen mit dieser Ratzel. Wie Sie sehen. Muss ich etwas verbinden oder. Hä? Das ist schon relativ kompliziert. Moment mal. Muss ich etwas verbinden? Aber das bewegt sich auch nicht mehr jetzt. Ich habe gerade das auch wieder zugemacht. Ah. Ja, aber das bringt nichts. Soll ich vielleicht das Teil hier? Nee. Eieiei, ich möchte auch gern wissen, wie das funktioniert. Nee, das ist nicht gut. Okay. Vielleicht muss ich das wieder hierher bringen. Oben. Ich muss kurz überlegen alles, aber das ist schon wieder etwas sehr lustig. Da findet man keinen Hinweis. Und das ist was auch. Hä? Aha, Moment mal. Soll vielleicht etwas wieder neu verbinden mit sowas? Nee, das bewegt sich auch nicht mehr jetzt. Ich habe wieder alles kaputt gemacht. Oder? Nee, das bewegt sich. Okay. Aber die Sache ist, was machen wir mit diesen Teilen? Moment. Vielleicht muss ich so machen, dass diese Teile kommen hierher darüber. Nee, auch nicht. Und vielleicht so. So. Nö, geht das auch nicht. Aber das gibt etwas zu lösen. Das ist klar. Aber. Wie soll das funktioniert? Habe ich wieder was verkehrt gemacht und. Moment mal. Da habe ich eine Idee, aber. Nee, das. Ich kann das nicht bewegen jetzt. Ah, jetzt doch, ich kann das bewegen. Okay.
Moment. Moment, Moment. Auch nicht. Müssen die sich stoßen oder? Das ist alles wieder kompliziert, Leute. Okay. Das bewegt sich. Vielleicht so mache. Nee. Jetzt komme ich wieder zurück. Hä? Da bin ich. Wirklich sprachlos, weil ich weiß gar nicht, wie soll das alles funktionieren jetzt. Soll mal so, ich guck noch mal wieder allein und ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Nochmal, ich hab's nachgeschaut bei jemand auf YouTube und ich muss sagen, ohne ihm, ich werde auch nicht weiterkommen, weil das ist auch kein Hinweis da und ja, da weiß man auch gar nicht, wie das geht. Aber so soll das aussehen, diese Elemente. Okay, und da muss ich das wieder, das bewegen. Und jetzt geht die Tür auf. Aber schön schwer, muss ich sagen. Ohne diese YouTuber, da wäre ich auch nicht weitergekommen. So, jetzt, was ist hier? Da ist nichts. Ich habe eine Tür aufgemacht, aber für was? Ich habe ein paar Notizen und ich sage, ja, okay. Aber da frage ich mich, warum haben wir das aufgemacht jetzt? Okay, vielleicht brauchen wir noch etwas. Okay. Ja, was auch gesehen habe ich auch nicht so geachtet. So, die Papyrus, irgendwie können wir den nicht lesen oder ich weiß nicht. Sind die auch versteckt, Papyrus? Nee, okay, gut, aber wenn ich komme noch dran. Weil da steht, ich habe auch jetzt gesehen, eine Schublade. Ja. Jetzt. Ja. Wir haben eine Schublade. Hallo? Sollen wir mit das Teil hier versuchen? Das geht. Aha, und jetzt haben wir eine kleine Rade. Okay. Die Papyrus, keine Ahnung, könnte man nicht aufmachen. Okay, gut. Das macht auch nichts, wir haben wieder was neu an Deck. Okay, aber jetzt, was hat mich auch interessiert, ist diese Sachen darüber. Und normal, da muss man, so wie haben wir das gesehen, drei Köpfe steht. Und bestimmt, dass ich muss drei Kopf hier reinsetzen. Aber dann werde ich auch behaupten, dass 1, 2, 3. Ja. 1 hier, 2 in die Mitte und 3 hier. Okay. Ich versuche das mit euch. So. Jetzt einmal die erste da, okay. Die zweite ist da. Aber jetzt für in die Mitte, das ist wieder etwas Lustiges. Da muss man wieder drehen. Ja, wo ist die jetzt? jetzt habe ich das geändert. Aha. Okay.
Nee. Die soll unbedingt ihr bleiben. Ja, aber super, das schiebt sich alles weg. Ah, nee, Moment, Moment. Ja, aber die Problem, ich muss... Weil drei Köpfe da steht. Und ich vermute, dass die drei Köpfe sind positioniert. Eins. Und auf die rechte Seite. Ja, super. Vielleicht kriege ich das jetzt. Aha, Moment mal. So, jetzt habe ich wieder die Köpfe da, okay. Aber in die Mitte bewegt sich auch nicht mehr. Ah doch, jetzt. Ah! Moment. Jetzt. Jetzt haben wir auch was gut gefunden. Aber Moment. Jetzt, okay. Jetzt muss ich darüber. BEE. Moment mal. Ich bin noch nicht mal fertig. Gut, vielleicht machen wir. Ich vermute so. Aber was haben wir noch nicht gemacht? Ah, wir haben auch hier nicht nachgeschaut. Okay, wir haben eine Rade. Ah, die passt auch. Oh, wunderbar. Aber das passiert auch nicht. Hein? Das passiert auch nicht etwas neu. Okay, gut. Vielleicht kommt etwas dazu. Und ja. Darüber auf dem Tisch. Ich bin auch sicher, dass irgendwie mit diesem Teil hier, dass ich habe etwas ausversehen. Dass ich habe nicht geachtet. Ja, super. Warum springt das immer weg? Haha. Soll ich wieder etwas neu drehen? Ich habe auch keine Ahnung. Ah, jetzt. Okay, aber. Wo soll die Richtung hingehen? Hingehört? Aha. Da muss ich wieder was machen. Ich kann auch nichts drehen. Ah, Moment mal. Ich muss wahrscheinlich diese Teil hier bewegen. Aber ja, gut. Nee, Moment. Wieder zurück. Wieder zurück. Da muss man etwas machen. Da muss ich wieder etwas machen, aber wie funktioniert das? Ich kann auch das nicht schieben, das soll die Sache. Muss ich die Schlüssel benutzen vielleicht? Nee. Okay. Da habe ich wieder keine Ahnung, wie muss man das bewegen, die Teile. Ja, das dreht sich immer dieselbe, die Rade, aber das Teil ihre bewegt sich auch nicht. So, okay, haben wir noch ein anspruchsvoller Radzellschachtel. Ich frage mich, was drin ist. Ja, da fragen wir sicher alle, aber das geht nicht auf.
Und das ist auch eine Sache, ich habe keine Ahnung, was soll ich jetzt endlich mal benutzen. Ja, weil wenn ich will diese so diese Teile nehmen, das funktioniert nicht. Das dreht sich nur. Und ihre habe ich auch nichts. Soll man erstmal in die Tür gehen? Ja, versuch mal jetzt mit die Tür, weil ich glaube mit die Tür haben wir jetzt mehr Erfahrung. So, ich glaube, dass so wie ich hab's im Kopf, dass die drei Köpfe, tote Kopf, kommen darüber. Oh je, oui. Okay, aber ich muss aufpassen, dass alles stimmt. So, das stimmt, ja. Aber warum werdet ihr... Nee, da, wenn ich bewege das wieder... Ja, weil ich brauche die drei Kopf bestimmt, so wie ich dachte. Aber ich sehe, das passiert nichts. Weil wie, sonst wäre das auch nicht funktioniert. Drei Köpfe. Ja, ich muss leider diese Part jetzt am Ende bringen. Gut, wir haben noch gute Zeit gehabt. Ich gucke mal noch weiter, wie das funktioniert. Alleine und wir sehen uns wieder. In einer neuen Folge. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie immer noch am Ball mit dem Projekt. Das geht immer noch weiter. Ich wünsche euch noch alles gut und ciao, mach's gut.